Hallo, der Krag geht heute zum Linksrutsch. Sie hören es zurzeit alle Tage, wenn man jetzt nicht CDU wählt, dann droht der Linksrutsch. Und mit diesem Ammenmärchen möchte man viele konservative Wähler dazu bringen, am Ende doch bei CDU und CSU ihr Kreuz zu machen und um Himmels Willen nicht bei der AfD. Bild-TV-Chefredakteur Klaus Strunz sagte sogar, wer AfD wählt, der bekommt Rot-Rot-Grün. Und das soll wahrscheinlich ein Schreckgespenst sein. Meine Antwort ist alt wie bekannt, den Linksrutsch, den haben wir 2005 in Deutschland gehabt, als Merkel gewählt und Schröder abgewählt wurde. Jetzt ist das aber ein sehr allgemeiner Satz und deshalb erlaube ich mir, aus meiner Praxis hier im Europäischen Parlament mal ein Beispiel zu nehmen, worum man vor diesem Linksrutsch wenig Angst haben muss. Und zwar geht es um einen Bericht des Europäischen Parlaments, eine Empfehlung an den Europäischen Rat für die Außen- und Sicherheitspolitik und die gesamten politischen Beziehungen der EU mit Russland. Die Russland-Beziehungen sind ohne Frage ein sehr wichtiger Punkt. Ein Blick auf die Landkarte reicht. Das größte Land der Erde. Wir haben unglaublich viele menschliche und kulturelle Beziehungen. Wir beziehen Erdgas, wir investieren in Russland und es geht um etwas, was uns allen wichtig ist, um Krieg und Frieden. Und das Europäische Parlament hat sich dafür entschieden, eine Empfehlung auszusprechen, die auf eine Kriegserklärung hinausläuft. Wenn das umgesetzt würde, was hier die Kollegen mehrheitlich beschlossen haben, wären die Beziehungen zwischen Westeuropa, der Europäischen Union, und Russland schlechter als in den 80er Jahren. Man möchte den Handel quasi komplett einstellen. Man möchte offen für einen Regimewechsel in Moskau hinwirken. Man beschuldigt Putin, einen Krieg gegen das eigene Volk zu führen. So geht es in einem fort. Und es ist interessant zu sehen, wie sich denn die Kollegen von CDU, CSU, aber auch den anderen deutschen Parteien in diesen Fragen, die deutsche Interessen betreffen, positionieren. Und dann kann jeder ja entscheiden, wie gefährlich der Linksrutsch ist und ob man nun wirklich ausgerechnet CDU, CSU wählen muss. Der Autor des Textes ist ein litauischer Christdemokrat. Und in diesem Text steckt der ganze Hass des Litauers gegen die Russen drin, die er wahrscheinlich für seine eigene Sowjetvergangenheit verantwortlich macht. Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten hier im Parlament ist Manfred Weber von der CSU. Warum konnte Manfred Weber den Fraktionskollegen nicht etwas einbremsen? Warum nicht mäßigend einwirken? Weil er es nicht wollte? Wahrscheinlich. Weil Manfred Weber eine Lusche ist? Auch das. Aber wollen wir wirklich eine Partei wählen, die Luschen in Spitzenpositionen wählt? Wenn wir uns den Text anschauen, dann enthält er eine Reihe von wirklich schlimmen Dingen. Unter anderem dem Umstand, dass wir mit Russland einen kalten Krieg beginnen sollen, weil Russland nicht das Recht auf Homo-Ehe und die Adoption von Kindern durch homosexuelle Partnerschaften anerkennt. Aber nichtsdestotrotz ist es auch interessant, sich Details anzuschauen, nämlich Änderungsanträge. Nord Stream 2 ist so ein Gegenstand eines Änderungsantrages und es war gefordert worden, dass man Nord Stream 2 nicht fertigstellt und wenn es fertiggestellt ist, dass Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen darf. Wie also verhält sich die deutschen Politiker hier, wie verhalten sich insbesondere die Christdemokraten zu einer Forderung, die das genaue Gegenteil dessen ist, was die deutsche Regierung unter der christdemokratischen Kanzlerin Angela Merkel in Berlin betreibt? Wie verhalten sich deutsche Politiker zu einer Forderung, die vehement deutsche Interessen betrifft und wo nach der neuesten Umfrage 75% der deutschen Wählerinnen und Wähler eine Fertigstellung und Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wünschen? Nun, sie unterstützen das. Die Christdemokraten haben in dieser Frage 12-mal mit Ja gestimmt, also gegen die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 von der eigenen Kanzlerin unterstützt. 12-mal haben sie dagegen gestimmt und einmal haben sie gar nicht abgestimmt, von den Enthaltungen zu schweigen. Welcher Held war noch nicht mal mutig genug zur Enthaltung? Nun, es war David McAllister, der ehemalige Ministerpräsident Niedersachsens. Und wie hat der Fraktionsvorsitzende Manfred Weber abgestimmt? Selbstverständlich gegen die Politik der deutschen Bundeskanzlerin, in Klammern CDU, selbstverständlich gegen Nord Stream 2. Auch hier interessant,
Grüne und FDP selbstverständlich auch gegen deutsche Interessen. Die SPD hat hier erstaunlicherweise 11-mal und das ganz überwiegend mehrheitlich dagegen gestimmt, also für deutsche Interessen, die AfD selbstverständlich geschlossen. Eine noch viel wirtschaftlich schlimmere Forderung betraf den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Abkommen. Wenn man ein Land aus dem SWIFT-Abkommen ausschließt, heißt es, es ist nicht mehr möglich, Geschäfte mit ihm zu machen, weil man den Geldverkehr nicht abwickeln kann. Es ist eigentlich die größtmögliche Sanktion, die man sich vorstellen kann. Noch nicht einmal vor 1989 hat man so etwas auch nur erwogen. Hier gibt es einen Änderungsantrag, der dazu führen würde, dass sämtliche Investitionen deutscher Unternehmen in Russland wertlos würden, dass wir keinen Handel mehr ableisten können. Komplette Unterstützung für diesen Wahnsinn bei CDU, CSU, bei FDP, bei den Grünen und mittlerweile in dieser Frage mit zwei Ausnahmen auch bei der SPD. Und wie verhält sich dann die Gesamtabstimmung dieser antirussischen Kriegserklärung? Nun, dasselbe Bild. Nur zwei CDU-Abgeordnete hatten den Mut und den Verstand, deutsche Interessen zu vertreten. Und es ist bemerkenswert und nicht zufällig, dass es sich um zwei ältere CDU-Abgeordnete aus den neuen Ländern handelt, nämlich um Peter Jahr aus Sachsen und um eine Kollegin aus Thüringen. Beide haben in dieser Partei keine Zukunft, beide gehören vermutlich dem Parlament das letzte Mal an. Alle jungen CDU-Abgeordneten und alle aus dem Westen selbstverständlich antideutsch und deshalb für einen kalten Krieg mit Russland, gegen Energiesicherheit, gegen Investitionen und gegen Export. Interessanterweise dasselbe Bild bei FDP und Grünen, aber nicht bei den Sozialdemokraten, die zwar bei der Endabstimmung mehrheitlich gegen Russland und damit gegen deutsche Interessen gestimmt haben, aber bei den Änderungsanträgen durchaus ein gemischtes Bild gezeigt haben. Einzige Partei, die konsequent gegen diesen Wahnsinn stimmt, selbstverständlich die AfD. Interessanterweise auch einen hohen Anteil an Vernunftbegabung, ausgerechnet bei einer Partei, bei der man es nicht erwartet, bei den Linken. Liebe Freunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was heißt das denn nun für unsere politische Einschätzung? Es heißt, dass man aufhören muss, den alten Feindbildern nachzulaufen. Was ich erlebe tagtäglich hier in Brüssel oder in Straßburg, es ist der Extremismus der Mitte. Dasjenige, was heute passiert, dass man einen kalten Krieg mit Russland will, dass man eigentlich mit jedem Land der Erde mittlerweile in belehrendem Tonfall redet und am liebsten die Handelsbeziehungen einschließt, dass man von 43 Geschlechtern redet und nicht so sehr bekämpft wie Mama, Papa, Kind, dass man überall auftritt, als sei man die Herren der Welt, dass man nach innen einen Lockdown nach den anderen anordnet und dass man glaubt, die wichtigste politische Aufgabe, das sei das Wetter in 100 Jahren, aber nicht die Renten heute, nicht die Sicherheit heute, nicht Wohlstand, Freiheit und Frieden heute. Das treffen wir bei der CDU, das treffen wir bei den Grünen und bei der FDP. Es ist der Extremismus der Mitte. Die Sozialdemokraten sind noch schwankend. Wir haben es an diesem einen Fall gesehen. Die Linken, eine furchtbare Partei, aber zumindest ist sie in diesen Wahnsinnsfragen noch mit einem Rechtsskrupel gepflegt, während die AfD als einzige normal agiert. An deutsche Wähler, an Interessen denkend, friedensuchend, ausgleichsuchend. Und deshalb lassen Sie sich nicht einreden, wir lebten noch im Kalten Krieg, wo man die gute, verlässliche CDU wählen müsse gegen die Bedrohungen irgendwelcher Extremisten oder gar Kommunisten. Die Bedrohung ist heute die CDU mit ihren angeblich bürgerlichen Partnern Grüne und FDP. Das sind diejenigen, die alles das, was für sie normal und selbstverständlich ist, in Frage stellen und die eine Außenpolitik machen, die uns nur den Frieden bedroht, die eine Außenhandelspolitik machen, die unseren Wohlstand bedroht und die von Vorstellungen geprägt sind, die nach allen Umfragen, die wir haben, von 3/4 der Deutschen nicht geprägt sind. Es droht kein Untergang, wenn die CDU endlich in die Opposition geht. Und schlechter als die Merkel-CDU und das, was nach ihr kommt, ist keine SPD. Es ist an der Zeit, dass diese Truppen endlich lernen, dass sie nicht regieren können, dass sie nicht mit allen durchkommen. Und wenn Sie diesen Extremismus der Mitte nicht wollen, dann wählen Sie nicht die Mitte.
Wenn Sie keine linke Politik wollen, dann wählen Sie eine nicht-linke Politik. Wenn Sie normal wollen, dann wählen Sie die einzige Partei, die sich für das einsetzt, was normal, vernünftig ist, was für Frieden steht, für Wohlstand und Ausgleich. Ich denke, Sie wissen das. Sie sind nicht auf die CDU angewiesen. Es gibt eine Alternative. Sie heißt so. Und es ist der einzige Weg, dieses Land wieder vernünftig zu machen. Vielen Dank.